Wir sind wieder zu Hause. Ja. Und mein Schatzchen. Arbeitgeber, mein Schatz. Ja. Für Target habe ich auch mal gearbeitet, ein paar Monate an der Kasse. Das war mein Zweitjob. Als Corona uns ordentlich in den Hintern getreten hat. Ja. Und ich habe bei Home Depot gearbeitet. Der ist da drüben. Also nicht bei dem, aber bei Home Depot. Auch als Zweitjob. Ja. Ich meine, schlecht war es nicht, muss ich sagen. War kein schlechter Job. Aber es waren scheiß Zeiten. Aber es waren anstrengende Zeiten. I'm sorry, Alice. You're right. A ghost tour, what? A ghost tour. If you want me to. Erzählen Sie mal ein bisschen was über Mount Dora. Keine Ahnung. Was soll ich da erzählen? Das ist ein kleines Nest. Ein kleines, schönes Nest mit wunderschönen Häusern. Nordwestlich von Orlando. Wir sind auch früher öfter mal hierher gefahren, am Wochenende einen Tagesausflug gemacht. Ist für Florida-Urlauber abseits Disney mal ein kleiner Geheimtipp. Naja, so geheim ist er nicht. So aber geheim ist er jetzt auch nicht, der Tipp. Ja. Aber man sollte auf jeden Fall her. Ist ein schöner Ort. Und da vorne, da gehen wir jetzt hin, das ist ein Hotel, das haben wir, als wir hier gelebt haben, so zufällig gefunden beim Vorbeilaufen. Und es hat extrem starke Bodensee, 50er Jahre, 60er Jahre, Heimatfilm, Kurhotel-Vibes.
7,99 €. Was? Ja. Wir wollten es ja nicht anders. Gute Eiscreme ist teuer in Florida. Ein Eiscreme Truck. Hört ihr das gut bei Deutschland? Wir kommen nach Florida mit einem Eiscreme Truck. Oder auch nicht. Ich muss auch noch Flipflops kaufen. Bitte? Ross. Oder ja. TK Maxx. Ja, ich würde mir gern beim Bronchon Surfshop Flipflops kaufen, aber... Wir müssen den Aufkleber mitnehmen. Und den kleben wir aufs Auto. Den kleben wir aufs Auto. Guten Morgen, Tag 5, 6, Übersicht verloren, Tag 6 unseres Urlaubs. Wir sind in Orlando inzwischen, wie ihr mitbekommen habt, haben die ersten 2 Tage in Tinkerbells Airbnb verbracht. Was reden Sie hier? Ach so, Schmarrn, okay. Es ist Tinkerbells Bed and Breakfast, nicht Tinkerbells Airbnb. Ich bin schon ganz... Der Urlaub tut mir nicht gut. Nettes kleines Plätzchen, betrieben von Carmen und Willi. Kennen wir aus unserer Zeit, als wir noch hier gelebt haben. Sind Auswanderer wie wir. Disney-Freaks wie wir und haben hier sich ein kleines privates Disney-Resort geschaffen. Sehr empfehlenswert. Ich mache mal ein paar Bilder. Ich zeige euch mal drum. Solltet ihr in Orlando aufschlagen, nahe Disney eine Unterkunft suchen mit Private Shuttle Service. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Es ist alles sehr nett dekoriert. Ist alles auch in verschiedenen Disney Themes dekoriert. Jedes Zimmer hat ein eigenes Theme. Wir waren im Star Wars Zimmer. Für 3 Personen, Chris und ich, Alice hier oben, war sehr angenehm, sehr gemütlich. Kleiner Fernseher, kleine Teeküche, kleiner, ich schäme mich ja, aber ich weiß nicht, wie der Dude hier heißt. Dann gibt's den Magic Kingdom Raum, auch hier wieder mit Fernseher, Doppelbett. Kleine Suite, das Schloss, kleine Teeküche. Sehr schönes Bad. Und hier der Ohana-Raum, aber der ist momentan belegt. Von daher kann ich euch den leider nicht zeigen. So, die Gastgeberin. Hallo. Sehr empfehlenswerte Unterkunft. Möchtest du auch noch ein paar Worte loswerden? Ja, wer vielleicht jetzt noch ganz kurz entschlossen kommen möchte, wir haben im November noch alle Zimmer frei. Bahama Breeze, auch eine sehr gute Restaurantkette hier in Florida. Ich weiß gar nicht, ob es die woanders auch gibt, aber wir kennen sie hier aus Florida, sehr zu empfehlen.
und hier hat es eine Warteschlange. Dauert ungefähr 20 Minuten, bis wir einen Tisch kriegen. Aber es ist wert. Okay. Wie war Ihre Bahama Breeze Experience? Sehr lecker. Look at this, the Walt Disney Gate. Wir sind wieder zu Hause. Ja. Und mein Schatzchen. Das ist bei den Piraten 45 geht. Ich finde es geht, 45. Jungle-Schluss 5 Minuten. 45 Minuten. Gott. Ach so, jetzt. 2 Minuten hinlaufen. Ach so, okay, jetzt. Aha. Ich glaube, wir sind die floridianische Hitze nicht mehr gewöhnt. Es ist schweineheiß, der Planet brennt. Aber ich habe so ein Gefühl, demnächst kommt der floridianische tägliche Regen.
Und da ist ja schon der Regen. Es geht jetzt ungefähr eine halbe Stunde, Stunde. Und danach ist es vorbei und es ist wieder schönster Sonnenschein. Meistens zumindest. Gerade im Bau, als wir gegangen sind. Wir dachten, wir erleben es noch, aber dann kam Corona. Ihr wisst, wie die Geschichte ausging. Now, was the ride for you, Alice? It was so cool! It was awesome! Okay! Es ist Hurricane-Wochenende und wir sind bei Disney World, im Magic Kingdom. Was Floridianer halt so machen, echte. Ja, ja, wir haben uns dazu entschlossen, angesichts des nahenden Hurricanes noch in den Park zu gehen. Solange offen hat sich es sicher. Es tendiert zwar jetzt dazu, dass es nicht allzu wild wird, aber dennoch. Es windet bis jetzt ein bisschen, also die Auswirkungen hier sind überschaubar. Und der Park ist verhältnismäßig leer heute. So, jetzt waren wir noch schnell Mittagessen, weil heute ist wahrscheinlich, voraussichtlich, eventuell der letzte Tag hier bei Disney und da kann man sowas schon mal machen, obwohl es eigentlich unverschämt teuer ist. Aber naja. Du willst doch nur, dass ich das sag, weil du nicht weißt, was heißt. Genau. Das ist egal. Aber du weißt auch nicht, sonst hättest du schon Piana's gesagt. Piana's Bayou Adventure. Oh. Weil das ist nämlich brandneu offen seit, ich glaube, 2 Wochen. Ich glaube, 2 Wochen. Ich habe keine Ahnung, muss ich gestehen. Aber also als wir zum ersten Mal hier waren, war es noch zu. Inzwischen hat sich, by the way, auch so ein bisschen eingeregnet. Offiziell haben uns die Ausläufer von Debbie erwischt und irgendwie
Es regnet. Wir haben Tornado Watch. Und ja, aber ich glaube, bei Disney ist die Chance, einen Tornado-Bunker zu finden, größer als irgendwo in anderen Teilen Orlandos. Let's go in the tropical rainstorm. Let's go. Wer hat eigentlich gesagt, dass es eine gute Idee ist, im Hurricane zu Disney zu gehen? Meinst du, bei dem Ride wird man nass? Ist keine Rolle mehr. Aber nicht jeder Tag ist nass.